So, Freunde, damit wieder herzlich willkommen zu Star Wars The Old Republic. Heute geht's weiter mit unserem Kampf gegen Valen und unseren Ambitionen, uns den Thron zu sichern. So, wir sind zuletzt auf dem Planeten Voss gewesen, den Valen aus mehr oder weniger niederen Beweggründen, nämlich aus Rache, angegriffen habt und quasi unseren Verbündeten eins auswischen will, um unsere Position zu schwächen, die wir anstreben, um den ewigen Thron quasi zu erobern. Wir haben gerade gute Glück, einen Kampfläufer zur Verfügung gestellt zu bekommen, wie wir gerade schon sehen. So, mit dem werden wir tatsächlich... Ja, wir werden uns da mal reinbewegen. Wenn wir rauskriegen, wie wir das machen. Okay. Hier Lana, Mandalorianer Stoßtrupp rückt zum Schrein vor. Möge die Macht euch dienen, Commander. Müssen wir tatsächlich mal schauen, wie man das macht. Gravitationsmine. Hier haben wir ein Schild. Stampfen. Tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen reinfinden. So, da steht ein Silberner, den können wir schon mal dezent abschießen. Das Aussicht haben wir unendlich davon. Brauchen wir uns also weniger Sorgen machen. Brauchen wir offensichtlich bloß diese eine Fähigkeit. Müssen natürlich immer mal so ein bisschen darauf achten, dass wir nicht zu viel Schaden kriegen. Sollten vielleicht mal schauen, was das macht. Sollten wahrscheinlich rechtzeitig immer unser Schild aufladen. So, wir haben wahrscheinlich schon mehr Schaden gekriegt, als wir hätten kriegen müssen, verbrauchen. Aber das nehmen wir mal so hin. Wir haben Reparaturteams im Einsatz. Findet sie, dann können sie uns zusammenflicken. So. Was auch immer wir hier machen müssen. Wahrscheinlich könnte man da nochmal einen neuen kriegen, nehme ich mal stark an. Sollte uns hier irgendwas schiefgegangen sein. Oh. Wir werden dezent daran gehindert, da durchzulaufen. Ist unschön. So, dann müssen wir nochmal kurz was überprüfen. Na gut. Hier läuft auch alles, ist ja schön. Ach, das waren so welche. Wir haben schon mehr Schaden gekriegt, als mir lieb ist, wenn ich ehrlich bin. Wir sollten vielleicht mal schauen, ob das grüne Feld vorhin die Reparaturmannschaft war.
Wäre, denke ich mal, sinnvoll auszuprobieren. Denn, wie wir sehen, haben wir schon ungefähr 50% Leben runter. Nicht so geil. Schauen wir nämlich mal, ob wir hier eventuell nochmal Reparatur kriegen können. Wir kümmern uns um euch. Ah, sehr schön. Und gut, dass wir noch ein paar Mobs mehr eben gekillt haben. Dann haben wir nämlich gleich nochmal mehr Leben, was wir wieder herstellen können. Wir sind fertig. Sehr schön. Der Rest liegt an euch. Sehr gut. Gut, dass wir eben die Mobgruppen erstmal gemacht haben. Dieser Canyon war nämlich ganz schön ekelhaft gerade. So. Ah, okay, wir haben keine Raketen mehr. Das ist ein bisschen eklig jetzt natürlich. Was macht das hier? Stampfen. Interessant gemacht tatsächlich. Können wir hier vielleicht einen Umweg laufen, um die zu umgehen? Ne, sieht nicht so aus. Manchmal muss es auch so gehen. So, hier sind nochmal Raketen. Ich würde fast meinen, dass wir uns die Reparatur nochmal aufheben, bevor wir nochmal ein bisschen Schaden gekriegt haben. Denn... Wir sehen, kriegen wir hier noch ganz schön Schaden ab. Reparieren wir nämlich erst jetzt. Jetzt haben wir nämlich noch mal ganz schön Schaden reingekriegt. Macht das mehr Sinn, erstmal das abzuwarten? Weil so viele Reparaturen kriegen wir hier anscheinend gar nicht. Das hat man wirklich schwer zugesetzt. Ja, das hat man wirklich. Diese Mechanikergeräusche. Jetzt werden uns noch ein paar extra Reifen angeschraubt. Wir werden noch mal tiefer gelegt. Kriegen noch einen Heckspoiler dran. Einsatzbereit, Commander. So. Klimaanlage wird auch nochmal gecheckt. So. Schauen wir nämlich mal. Hier ist Lana. Wir stoßen auf schweren Widerstand. Erleiden leichte Verluste. Ab sofort Funkstille. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Das wird jetzt ein Problem. Jetzt haben wir ganz schön Schaden kassiert. Ja. Das aussieht, reicht das schon. Ich hätte nie gedacht, dass Voss und Gormax mal Seite an Seite kämpfen. Je mehr Valen die Galaxis terrorisiert, desto stärker werden ihre Feinde. Selbst im Krieg gibt es einen Hoffnungsschimmer.
Sieht schon geil aus, das Teil. Watschelt schon mal ein bisschen wie eine Ente. Warum rückt ihr nicht weiter zum Schrein vor? Flingdoem Dianzonchum Visagore Kielomba. Runter! Hat er nicht ganz unrecht. La Duzino Futkom. Nilowabon Gearoi. Kontasavo Fatbankap. Viele rennen zum Schrein. Alle sterben. Verstecken ist die einzige Wahl. Tja, wir sind nach wie vor eigentlich ein Ziff, also von daher. Entweder die ewige Flotte oder mein Lichtschwert. Eure Entscheidung. Ewige Flotte. So viel dazu. Oh, die sind aber schon ganz schön dicht. Koth! Tut mir leid, dass das so lange gedauert hat, Commander. Habt ihr mich vermisst? Seht ihr da oben irgendwas Interessantes? Nichts außer Sprungtruppen, Explosionen und jeder Menge Feuer. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, Valens Kriegsschiffe erwarten mich. Passt da unten gut auf euch auf. Anscheinend gibt es eine Planänderung. Ganz vergessen. Zum Schrein der Heilung! Peinlich. Das ist noch live. So. Tatsächlich noch ungewohnt, dass in der Gilde tatsächlich mal Leute online sind. So. Naja, eigentlich brauchen wir beides noch nicht aufladen, denn wir haben eigentlich beides noch. Was war das denn eigentlich? Aufklärungsläufer auf dem Schlachtfeld gesichtet. Oh. Seid vorsichtig. Oh. Ach, dafür sind die da. Könnten halt mega dringend mal eine Reparatur brauchen. Da ist zwar noch eine, aber... ich glaube nicht, dass wir die noch kriegen. Holy moly. Also knapper hätte es kaum sein können. Alter Schwede. Da waren wir schon fast mit einem Fuß im Grab. Oder auf dem Schrottplatz, besser gesagt. Holy moly. Alles erledigt. So. Jack ist wieder erneuert. Spoiler ist wieder Gradibogen. Ist aber auch ganz schön weit weg, das Ganze hier. Macht die Sache tatsächlich einfacher. Braucht man nicht mal alles einsammeln. So, ach du Kacke. Ist ja irgendwo eine Anzeige, wie viel wir davon noch haben? Na, ich würde fast sagen, wir sammeln das lieber nochmal ein. Da ich keine Ahnung habe, wie viel wir davon noch haben.
Mir scheint, da kommen wir nur dran, wenn wir ihn treten. Boah, das ist ja eine Sauerei. Der Schrein gehört uns. Finden wir Senja und Arkan, bevor es zu spät ist. Himmel, Herrgott. Holy moly. Das war nicht aufregend, war. So. Das war nicht aufregend, war, meine Freunde. Ich glaube, wenn wir das Treten nicht gehabt hätten, hätten wir gegen die mit den Schilden ganz schön Probleme gehabt. Moment! Es ist die Allianz-Kommandantin. Schnell rein! Wir geben Deckung. Ich auch hoffen. So, schauen wir gleich mal, ob wir wieder Schrott haben. Haben wir mit Sicherheit. Ja, das kann weg, das kann weg. Was ist das hier? Oh. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Okay. So, gucken wir mal, was wir Schönes drin haben. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Gürtel, den wir sogar gebrauchen können. Da schau mal einer, guck. Das brauchen wir nicht. Schärpe, das haben wir letztes Mal schon gehabt. So, dann machen wir das nochmal auf. Was haben wir hier Schönes? Braucht kein Mensch. Auch besser. Gucke einer an. Not that bad. Wir kriegen tatsächlich mal wieder bessere Ausrüstung. Auch wenn sie total identisch aussieht mit der, die wir schon haben. So, aber... Es gibt wieder ein paar bessere Items. Cool. Macht es ein bisschen interessanter, denke ich auch. Mal gespannt sein, wie es Arkan geht. Nachdem wir ihn so zugerichtet haben im letzten Kampf. Und er schon wieder einen Arm verloren hat. Wenn es so weitergeht, kriegt er Mengenrabatt auf Ersatzteile für seinen Arm. Das sollte der Ort sein. Wo ist Senja? Die sind auch beleuchtet. Angreifen vor allen Dingen. Ich will euch vertrauen, Senja. Gebt mir einen Grund, eurem Sohn zu helfen. Den Imperator, gegen den ihr einst gekämpft habt, gibt es nicht mehr. Ich kann das Gute in ihm spüren. Sagt es so einfach. Tut mir leid. Störe ich gerade? Velen. Still, Mutter. Ich wünschte, ich hätte dich mit deinen letzten loyalen Rittern auf Ort Mantell begraben. Aber dann hätte ich dich nie zu Arkan zurückverfolgen können. Jetzt könnt ihr Arm in Arm sterben. Du bist besser als das. Das sagst du immer wieder. Und immer wieder liegst du falsch. Fremdling, warum spalten wir nicht euren Kopf, damit Vater rauskommen und zu uns stoßen kann? Mein Kind macht sich lächerlich.
Ja, wir sagen mal nichts. Stille. Ihr werdet ihm immer ähnlicher. Tut mir leid, das Familientreffen zu verpassen, aber ich habe euch allen ein Geschenk geschickt. Bis bald, Mutter. Kleine Göre. Worauf wartest du? Es gab einige kleinere Komplikationen bei der Flotte. Das sind die kleinen. Die Gravestone schwächt unsere Feuerkraft. Aber wir können das kompensieren. Dann tu es! Kinder und ihr Spielzeug. Tja, Senja, du solltest langsam mal eine Entscheidung treffen. Ihr haltet Velen auf, ich reinige Arkan von seinem Zorn. Dann schließen wir uns euch an. Ich kenne meinen Sohn. Wenn er ohne Reinigung wieder zu Kräften kommt, wird er euch und Velen vernichten, um den Thron zurückzugewinnen. Bitte, Fremdling, wenn Arkan nicht geheilt wird, wendet er sich gegen uns alle. Ihr müsst mir vertrauen. Ach, verdammt. Ja, komm. Geht zu eurem Sohn, Senja. Sorgt dafür, dass er geheilt wird. Ich halte Valens Truppen so lange wie möglich auf. Ihr werdet diese Entscheidung nicht bereuen. Wir sind stark genug, wir scheißen drauf. Lana, nehmt eure Mandalorianer und beschützt den Schrein. Senja verlässt sich auf uns. Auch wenn sie es nicht schaffen sollte, ihn quasi zu reinigen. Mein Gott. So war das nicht geplant. Eigentlich sollte Mr. Imchen hier für uns tanken. So, naja, wenigstens hat der Kampf nicht lange gedauert. So. Leute sind einst aus der ganzen Galaxis hergereist, um diesen Schrein zu sehen. Jetzt seht ihn euch an. Ich sehe keinen Unterschied zu vorher. Sieht für mich noch genauso aus. Ah, verdammter Heuschnupfen, Sekunde. Ich hab Mitleid mit allen Leuten, die auch Heuschnupfen haben. Abartig. Die Geißel der Menschheit. Wie sie es aber auch immer wieder versuchen, diese verdammten Sprungtruppen. Widerlich. Einfach widerlich. Hoffen wir mal, dass sie Glück hatte mit ihrem Sohn. Beeilt euch! Geduld. Bisschen viele. Zumindest stark ist er. Oh.
Respekt. Respekt. Kämpfen kann die Gute auf jeden Fall. Ernsthaft. Bisschen nervig, das laufende Anrennen von diesen nutzlosen Schrottbots hier. Zoom für die Lichtschwerter ist immer geil. Ich brauche ihn. Jetzt. Die Zeit reicht nicht aus. Nein. Nehmt mich an seiner Stelle. Tut, was ihr tun müsst. Aber bitte, rettet meinen Sohn. Gebt mir seinen Zorn. Das macht uns stärker. Normalerweise wäre das eine Möglichkeit. Isaacs brennender Stern über dem Meere gleist. Friede hüllt dich ein, Dunkelheit zerreißt. Ah, meine Ohren bluten. Was tut sie? Unter dem Schicksalsstrom kühlt dein zorniges Was auch immer sie gerade tut, es scheint zu funktionieren. Ein nobles Opfer. Ein sehr, sehr nobles Opfer. So. Schauen wir mal, was es gebracht hat. Oh. Upsi, da haben wir die Hälfte übersehen. Sollten wir natürlich alles mitnehmen, was wir hier noch machen sollen. Jetzt müssen wir nachher zum ganzen Schuss nochmal zurücklaufen. Es wäre leicht ärgerlich. Was zum... ernsthaft. Sag nicht, dass ich euch nie helfen würde. Diese Schrottbots. So, jetzt sollten wir uns ein bisschen sputen, bevor die nächste Ladung kommt, die uns unnötigerweise aufhalten will.
Noch mal ein klein bisschen in Deckung. Ruhe im Schiff. War jetzt nicht so eindrucksvoll, wie ich gedacht hatte, dass es ist. Nicht so eindrucksvoll, wie erhofft. So. Sie lebt. Noch. Ich habe sie so lange aufgehalten, wie ich konnte. Was ist passiert? Ein Opfer. Die Lebensessenz der Mutter sollte den Sohn heilen. Ich kenne Senja. Sie würde das nicht tun. Außer sie wäre völlig davon überzeugt, dass Arkan erlöst werden könnte. Wenn Arkan so herzensgut ist, warum hat er dann seine Mutter zurückgelassen? Der verwundete Sohn ist geflohen. Außer sich. Verwirrt. Er glaubt, seine Mutter ist gestorben. Ich kümmere mich um Senja. Gehen wir. Hat nicht mal nachgeguckt wahrscheinlich. Hat das nicht mal kontrolliert, ob sie tot ist? Ernsthaft? Einmal mit Profis. Unzuverlässiges Personal. Ekelhaft. So. Wahrscheinlich müssen wir hier wieder raus. Ja. Wahrscheinlich ist es jetzt noch irrer als vorher. Zumindest seine Augen sehen anders aus. Eure Mutter hat das Ritual überlebt. Sie braucht eure Hilfe. Nein, ihr seid nicht allein. Nicht zufriedenstellend. Nicht zufriedenstellend. Geht leider nicht. Ich habe hier ein paar eigene Feuer zu löschen. Hör auf rumzuheulen und mach, was ich dir sage, verdammt. Töte sie alle. Wird ihre Familie auslöschen und halb Voss gleich mit. Aha! Surprise! Diese Schiffe gehören zum Sith-Imperium. Vielleicht wollen sie sich unserer Allianz anschließen. Das gute alte Imperium. Ich wusste, dass das Sith-Imperium sich irgendwann an mich wenden würde. Sie werden eine Gegenleistung für ihre Hilfe fordern. Aber für die Jagd nach Arkan könnten wir neue Verbündete gut gebrauchen. Arkan wird zurückkehren. Um mir zu helfen, Valen zu stürzen? Oder um mir das Genick zu brechen? Um eure Allianz zu zerstören. Ihr haltet euch für unangreifbar, aber bedenkt, was euch der Sieg gekostet hat. Tausende sind gestorben. Ein Planet liegt in Schutt und Asche. Eine Mutter hat sich geopfert.
Es gibt nur einen Weg, dieses Chaos zu beenden und die Ordnung in der Galaxis wiederherzustellen. Ihr müsst den ewigen Thron besteigen. Brauchst du mich nicht dazu auffordern? Das habe ich sowieso vor. Als oberste Anführerin Sakuls könnte sich mir niemand widersetzen. Ihr habt den Tod selbst verzehrt und seine Macht genutzt, um zu neuen und außergewöhnlichen Höhen aufzusteigen. Ihr seid die Allianzkommandantin, die Überwinderin der Furcht und Meisterin aller meiner Herausforderungen. Niemand sonst ist würdig, diesen Thron zu besteigen. Nicht einmal meine Kinder. Zählt ihr euch selbst auch zu den Unwürdigen? Meine Zeit ist vorüber. Nur ihr könnt den ewigen Thron besteigen. Es ist eure Bestimmung. Gute alte Sith Imperium. Zu Hause. Ah, sie haben sich zurückgezogen. Das hätte nicht geschehen dürfen. Das ist deine Schuld. Ich habe den Gemini-Droiden freie Entscheidungsgewalt gelassen. Sie haben lediglich eine Entscheidung getroffen, die ihnen nicht gefällt. Ach, sie haben Mutter entkommen lassen. Ich werde jeden dieser Droiden in Einzelteile zerlegen. Durch ihre Fixierung auf Senja haben sie eine weit größere Bedrohung vernachlässigt. Den Fremdling. Mein Vater war auch dort. Ich konnte ihn spüren. Und sie entschieden sich, ihn zu ignorieren. Sie haben wie ein Kind gedacht. Konzentrieren Sie sich auf das große Ganze. Jetzt verstehe ich es. Es hängt alles zusammen. Und der Fremdling ist der Schlüssel. Die sitzt aber nicht so ladylike auf dem Thron. Wir werden von der Sith-Flotte kontaktiert. Es ist Kaiserin Asina. Ich grüße euch, Commander. Es ist eine Ehre, endlich persönlich mit euch zu sprechen. Ja. Wir sind ein Sith, wir sind nicht dankbar. Was hat euch hierher geführt? Ich gehe mal davon aus, dass es kein Zufall ist. Wir sind wegen euch hier, Commander. Wegen der Allianz. Die Sith haben es satt, unter dem Stiefel des ewigen Imperiums zerquetscht zu werden. Wir möchten uns euch anschließen. Valen wollt ihr euch nicht unterwerfen, aber mir? Ich schlage ein Bündnis zweier unabhängiger Mächte gegen einen gemeinsamen Feind vor. Angenommen, es gelingt uns, Valen gemeinsam zu besiegen. Was hält euch davon ab, eure Flotte gegen uns einzusetzen? Das alte Imperium hätte euch dann verraten, um einen Nutzen daraus zu ziehen. Aber wir denken nicht mehr so eigennützig und schwach. Während ihr in Carbonit eingefroren wart, hat sich viel verändert. Kommt nach Drom und Kaas, seht es selbst. Klar, wir brechen sofort auf. Hört sich auch überhaupt nicht nach einer Falle an. Was hätte ich denn davon, euch zu verraten? Eure Anhänger würden sich gegen uns wenden und wir hätten noch mehr Feinde, die sich an uns rächen wollten. Die Kaiserin ist ein Risiko eingegangen, indem sie uns hier geholfen hat. Valen wird ihr das wahrscheinlich übel nehmen. Euer Angebot klingt überzeugend, Kaiserin. Besprechen wir das persönlich. Ich freue mich schon auf eure Ankunft. Unsere alte Heimat. Kann wohl nicht schaden. Wir haben zwar schon Informationen, aber wir können noch viel mehr herausfinden, wenn wir persönlich dort sind. Passt auf euch auf. Ihr werdet nicht gerade unter Freunden sein. Wem sagt ihr das? Ich schaff das schon, Commander. Ich bin gespannt, ob sich die Dinge wirklich verändert haben, seit ich weg war. Was immer wir finden, diese Reise wird auf jeden Fall interessant.
Sieht auf jeden Fall geil aus, diese imperiale Flotte am Himmel. Ein Gefühl von zu Hause. Ein Gefühl der Heimat. Natürlich mal wieder ein Lichtschwert. Ja, Gott sei Dank ist es nicht besser als das, was wir schon hatten. Ich habe all diese Doppelschichten so satt. Wir führen Krieg gegen das ewige Imperium. Wenn du Probleme damit hast, beschwer dich bei der Kaiserin. Lieber nicht. Das dachte ich mir. Ich würde sie, glaube ich, leicht rüsten. Wobei ich bezweifle, dass sie bis zur Kaiserin kommen würde, um sich zu beschweren. So. Was denn, die verbeugen sich nicht? Schweinerei. Auf jeden Fall hat sich die Innenarchitektur ein bisschen verbessert. Sieht etwas dezenter aus. Die Frau hat Geschmack. Ah, sie stehen still. Das will ich doch wohl meinen. Stillgestanden. Er hat den roten Teppich jetzt ausgelegt. Das sieht cool aus. Würde ich mir gleich ins Wohnzimmer stellen, so ein Teil. Viel zu lange an diese Welt geklammert, bevor ich sie als gescheitertes Experiment wegwarf. Alter, Zottelbart, du redest hier von unserer Heimat. Wir waren kein Experiment. Oh. Wir waren eure Anhänger. Und ihr habt uns im Stich gelassen. Ihr zählt euch doch nicht etwa dazu. Ihr seid viel mehr. Das ist nur die leere Hülle, die ich zurückließ. Doch die Sith könnten noch immer ein wertvolles Mittel für euch sein, um den ewigen Thron zu besteigen. Verehrte Gäste, willkommen auf Dromund Kaas. Moff Lohrmann? Minister Lohrmann, genau genommen. Wirklich? Ich hätte gedacht, dass eure Karriere nach dem Verlust der Ascendant Spear vorbei gewesen wäre. Das klingt nach einer Geschichte, die ich mir nicht entgehen lassen sollte. Schon möglich, dass ich es damals beim SID geschafft habe, ein Prototyp-Kriegsschiff der Sith hochzujagen. Lohrmann war der stellvertretende Kommandant. Es heißt Minister Lohrmann. Und die Vergangenheit ist irrelevant. Ich diene jetzt Kaiserin Asina. Sie erwartet uns im Thronsaal. Zeit mal sinnvoll nutzen. Willkommen, Commander. Was sind das doch für seltsame Zeiten? Einst hätten wir auf derselben Seite gestanden. Jetzt verhandeln wir als Fremde. Boah, Alter, ich bin so verleitet, die einfach zu nehmen, ey.
Ich weiß, wir werden uns alles damit versauen, aber Alter, das muss ich machen. Ich bin nur gekommen, um zu sehen, wie ihr mich um Hilfe anfleht. Ihr sprecht mit der Kaiserin der Sith. Nö. Ihr werdet den angemessenen Respekt zeigen. Darf ich den schocken? Ich würde dieses Gespräch gerne in meiner persönlichen Sphäre fortführen. Nur wir beide. So können wir offen reden. Es könnte ein Fehler sein, sich zu trennen. Seid vorbereitet, falls etwas passiert. Und habt ein Auge auf Lormann. Es heißt Minister Lormann. Minister Lormann! Ist das denn so schwer? Was macht sind euch keine Beziehung? Gedanken um uns, Commander. Was für eine jämmerliche Witzfigur. So. Dürfen wir hier schon mal Probe sitzen? Ach, schade, man kann sich nicht mal hinsetzen. Schade. Ach, und bei der knien sie oder was? Ich fühle mich diskriminiert. Nur weil ich schwarz bin. Schweinerei hier. Glaube ich das? Ohne Kaiserin geworden, weil sie die letzte Wort, die noch übrig geblieben ist vom Rat. Zeugt nicht gerade von Kompetenz. Alter. Sich der Allianz anschließen will. Besser als vor dem ewigen Imperium auf die Knie zu fallen, oder? Ich erinnere mich noch daran, wie alle vor uns auf die Knie gefallen sind. Die Zeiten sind vorbei. Vorerst. Das klingt nicht sehr beruhigend. Die sollen ja nicht auf die blödsinnige Idee kommen, sich gegen uns zu wenden. Jetzt muss ich leider das Sith-Imperium noch zusätzlich mit unterwerfen. Beziehungsweise annektieren. Es gibt noch Sith, die das Bündnis, das ich euch vorschlage, missbilligen. Sie halten an den alten Gewohnheiten fest. Doch wenn wir Vaylin aufhalten wollen, müssen wir zusammenarbeiten. Oh, ganz so unattraktiv ist sie tatsächlich gar nicht. Ist das alles, was ihr wollt? Oder sucht ihr nach einer Möglichkeit, mir näher zu kommen? Die Kommandantin der Allianz ist eine verlockende Beute. Doch dies ist ein rein politisches Angebot. Ja, wir wissen beide, klar, dass es nur einen Weg zum Sieg gibt. Ihr wollt den ewigen Thron besteigen und ich werde euch dabei helfen. Warum ich? Wollt ihr den Thron nicht für euch haben? Ich konzentriere mich auf das Überleben meines Volkes. Wenn niemand Vaylin Einhalt gebietet, wird sie uns vernichten. Ich bin nicht mächtig genug, sie aufzuhalten. Ihr schon. Mit meiner Hilfe. Die Triebwerke reagieren nicht. Wir müssen runtergehen. Müssen oder will sie das? Notfallprotokoll! Wow. Ja, hallo. Wen haben wir denn da als Begleiterin gekriegt? Ja. Wäre ich nicht abgeneigt, die zu behalten. Wäre ich nicht abgeneigt, sie zu behalten, tatsächlich. Ja, holla, die Waldfee, das Ding macht ja ganz schön Schaden. Ja.
Alter Schwede, was macht denn das viel, viel Schaden? Eure Fähigkeiten sind beeindruckend, Commander. Es ist gut zu wissen, dass ihr eurem Ruf mehr als gerecht werdet. Der Absturz war kein Unfall. Mein Schiff wurde sabotiert. Wahrscheinlich dieselbe Person, die auch unsere Kommunikationssignale stört. So, Mann. Wenn ihr mit mir allein in der Wildnis sein wolltet, hättet ihr auch einfach fragen können. Für solche Fälle wähle ich normalerweise eine etwas romantischere Absturzstelle. Meine Fähre hat einen Notfallsender. Das Signal sollte trotz etwaiger Interferenzen durchdringen. Falls Hilfe kommt, werden wir sie dort finden. Eine sehr unvorteilhafte Rüstung, die sie da trägt. In mehrfacher Hinsicht. Und jetzt ins Hauptnetzwerk. Es kommt jemand. Bitte verzeiht die Störung, aber ich komme mit tragischen Neuigkeiten. Die Fähre der Kaiserin ist abgestürzt. Abgestürzt? Wo? Irgendwo im Dschungel. Der Notfallpositionsanzeiger sendet leider nicht. Das ist unmöglich. Nicht, wenn die Fähre komplett zerstört wurde. Ich fürchte, wir können daraus nur einen Schluss ziehen. Die Kaiserin und die Kommandantin sind tot. Was für eine widerliche, schmierige Ratte. Klingt wie so ein schlechter Pornofilm. Zwei Ladies allein im Dschungel. Bin ich ja mal gespannt, wo das Ding sein soll. Seid auf der Hut. Diese Wildnis wimmelt von furchterregenden Raubtieren. Dasselbe könnte man über eure Städte sagen. Die Raubtiere der Städte fressen zumindest nicht unsere Überreste. Meistens jedenfalls. So, mal schauen, wo wir hier genau lang sollen. Aufpassen, dass wir nicht schon Blitze getroffen werden. Es wäre ein wenig unschön. Spürt meinen Zorn. So. Warum auch immer wir jetzt erst den Codex-Eintrag für Gundax gekriegt haben. Haben wir eigentlich damals auf Drum und Kars schon getötet. Merkwürdig, merkwürdig. Wow. Die Stürme sind heute besonders wild. Das wird einen Rettungsversuch erschweren. Ich habe mich sowieso nie darauf verlassen, dass andere mich retten. Ein guter Grundsatz. Und ganz im Sinne des Codex der Sith. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. So. Ach komm, wir machen uns mal den Witz. Wir machen uns mal den Spaß. Ich sag das jetzt so leger. Und dann hauen sie uns Ersina kaputt.
Nee, scheint aber nicht viel Schaden zu machen, das Ding. Warum auch immer wir gerade sämtliche Kreaturen nochmal kriegen, die wir eigentlich schon mal gekillt hatten. Merkwürdig, merkwürdig. So. Oh. Den Wald nach euch zu durchkämmen, wäre der schwierigste Teil des Auftrags gewesen. Es macht vieles einfacher, wenn die Ziele zu uns kommen. Es riecht nach einer Falle. Ihr werdet für den Fehler eures Auftraggebers zahlen. Viel Glück. Die Geno-Haradan sind keine einfachen Gegner. Geno-Haradan? Ich dachte, ihr wärt nur ein Mythos. Das liegt daran, dass wir nie Zeugen zurücklassen. Die Jagd beginnt! Dann müssen wir das wahrscheinlich mal ändern. Spürt meinen Zorn. Warum ist das? Was zum Geier macht die da gerade? Zum Geier? Was sind das für komische Teile? Es wird Zeit, etwas für mein Geld zu tun! Es war Zeit, die Schnauze zu halten, zu sterben. Das sehe ich so. Macht mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Schaden. Niemals. Ich brauche Hilfe. Sofort. Ah, das schaffst du schon. Hör mal nicht so rum. Dieses Ende war nicht für mich vorherbestimmt. Immer gleich rumheult. Der Sender ist hin. Die Kommunikationssignale werden immer noch gestört. Und da ist ein wilder Sturm im Anzug. Was im Anzug? Also mit Schlips und Krawatte oder wie? Ein Sturm im Anzug. Ah ja. Steht tatsächlich im Anzug. Oh Gott. Sogar das Wetter versucht uns umzubringen. Wir könnten im Lager der Geno-Haradan Zuflucht suchen, wenn wir es denn finden. Das Lager wird schwer bewacht sein. Es geht doch nichts über ein wenig Gefahr, um für etwas Herzklopfen zu sorgen. Eure Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Aber vielleicht sollten wir uns doch erst um unser Überleben kümmern. Meint ihr nicht auch? Das ist meine Art des Überlebens. Noch ziert sie sich. Sieht nicht so aus, als würde der Sturm bald abflauen. Ich finde, wir sollten eine Fähre nehmen und sofort aufbrechen. Durch die Interferenzen werden weder die Kommunikation noch die Scanner funktionieren. Ganz zu schweigen von dem Risiko, dass eine elektrische Entladung die Schaltkreise durchbrennt. Shan, ich habe gerade die Neuigkeiten gehört. Lasst mich mein tiefstes Beileid ausdrücken. Die SID-Berichterstattung war aber auch schon mal besser. Die Kommandantin gilt als vermisst, nicht als tot. Seid nicht so töricht, euch von Hoffnung blenden zu lassen. Ihr seid ohne Führung, genau wie die Sith. Jemand,
muss diese Lücke füllen. Verzeihung, aber seid ihr nicht die ehemalige Kanzlerin der Republik? Ich glaube, eure Amtszeit ist schon abgelaufen. Wahre Anführer brauchen keine Titel, um Macht zu haben. Ich will nur das, was eure Anführerin auch wollte. Den Sieg über Valen. Schließt euch mir an. Dann können wir beenden, was sie begonnen hat. Ich passe. Mit euch arbeite ich ganz sicher nicht mehr zusammen. Ihr trauert immer noch. Irgendwann werdet ihr erkennen, dass ich recht habe. Es riecht nach Verrat. Wir müssen jetzt handeln. Finden wir die Kommandantin. Das riecht sehr nach Verrat. So. Oh, die haben uns unseren Loot beschissen. Glaube ich das? Hier lag vorhin noch ein Mob, den wir hätten looten können. Sauerei!